Hallo ihr Lieben, Termine, Termine, Termine. Heute hetze ich von einem Termin zum anderen und zwischendrin mache ich jetzt noch dieses Video zum reinen Vergnügen. Wir sind hier auf Seite 74 des wunderbaren Buches Provokative Therapie von Frank Farrelly und Jeff Brandsma und sind bei einem Kapitel angelangt oder bei einem Abschnitt, der die Überschrift Ziele hat. Das finde ich sehr spannend, weil ich mir es in meiner Arbeitsweise als Coach zumindest angewöhnt habe, keinerlei Ziele zu haben. Also sozusagen, ich habe mich von allen Zielen verabschiedet. Wenn es Ziele gibt, kommen sie immer vom Klienten, vom Kunden. Das halte ich für eine, wie soll man sagen, Grundbedingung der Arbeitsweise. Natürlich kann es sein, dass ich verkappte Ziele habe, die ich mir nur leiste, mir selber nicht bewusst zu machen. Aber offensiv bin ich niemand mehr, der zielorientiert arbeitet, also sozusagen der so Auftragsklärung betreibt, dass er dann sagt, oh, und worauf steuern wir hin? Viele Kunden verlangen das aber, also die erwarten das, dass, weil sie es so gewohnt sind oder weil sie es sich nicht anders vorstellen können. Ja, das ist dann je nach Kunde sehr unterschiedlich, wie man sie von dieser Beschränkung heilen kann. Ganz am Anfang meiner eigenen Coach-Karriere, also wir reden jetzt von vor über 12 Jahren, war es so, dass mir schon Aussagen begegnet sind von anderen damals erfahreneren Coaches, die gesagt haben, so frei nach diesem blöden Spruch, der Weg ist das Ziel, der Weg ist das Ziel, die Umkehrung, das Ziel ist im Weg. Und das hat sich doch im Laufe der Jahre einer intensiven Coaching-Arbeit, eines sehr, sehr intensiven Coach-Lebens mit wirklich Tausenden von Kunden, hat sich das sehr bewährt. Also in der Regel ist das Ziel im Weg, weil es kann ja gar nicht anders sein, wenn es um fundamentalen Systemwandel geht, ist es so, dass die Zielvorgabe aus dem alten System kommt, von dem sich ja der Klient wegbewegen will, wenn er einen Coach beauftragt. Und insofern kann das Ziel gar nicht richtig sein. Das Ziel ist immer problematisch. Und insofern ist es für mich spannend, wenn hier Ziele steht. Und jetzt schauen wir uns an, was verstand denn Frank Farrelly drunter? Keine Ahnung. Ziele. Obwohl jeder Patient für eine neue und einmalige Gelegenheit sorgt, irgendwelche Hypothesen zu überprüfen und obwohl jeder unterschiedliche Probleme und Ziele hat, denken wir, dass einige allgemeine Bemerkungen über die therapeutischen Ziele, steht hier nicht in Anführungszeichen, ich setze das in Anführungszeichen für mich, an dieser Stelle nötig sind. Diese Überlegungen entscheiden über den Gebrauch der verschiedenen Techniken, sind also steuernde Gedanken, Backup-Gedanken. Wir werden jetzt hier unter die Motorhaube schauen, wir dürfen uns das Betriebssystem, den Code anschauen, der im hinten dran läuft von der provokativen Arbeitsweise. Also wie denken denn provokative Therapeuten intern? Das dürfen wir uns jetzt hier live anschauen. Das ist wie so eine Museumsführung oder so eine technische Führung. Ach, guck mal, und das, ihr seht immer nur die Oberfläche, aber was ist denn dahinter? Was für ein Apparat? Und den dürfen wir uns anschauen. Also nochmal, diese Überlegungen entscheiden über den Gebrauch der verschiedenen Techniken in der therapeutischen Beziehung. Der provokative Therapeut versucht, positive und negative affektive Erfahrungen anzustoßen. Das ist sein Fokus, die Affekte. Also er achtet auch sehr auf Affekte. Welche affektiven Reaktionen zeigt der andere? Er ist also viel mehr beim Gefühlsleben als bei dem Gequassel, was wir alle ständig veranstalten und manche eben auch gar nicht. Es gibt ja auch große, große Schweiger oder Leute, die sich extrem vom Sozialen distanziert haben, zurückgezogen haben, also überhaupt nichts mehr sagen, in so eine Art Dämmerzustand sich begeben haben oder sich auch unter Drogen oder Alkohol gesetzt haben, um so, manche werden dann sehr quasselig, aber manche werden immer auch sehr ruhig. Gibt ja alles Mögliche, aber der provokative Therapeut achtet auf die Affekte und sowohl die Affekte, die der Kunde zeigt von sich aus und mitbringt, als auch die Affekte auf verschiedene Interventionen, auf verschiedene Reaktionen und verschiedene Versuche des provokativen Therapeuten, ihn freundlich anzupacken und anzustupsen. Freundlich. Das ist wichtig. Um den Patienten dahin zu bringen, dass er sich auf 5 unterschiedliche Arten des Verhaltens einlässt. Also es gibt Verhaltensziele. Das ist doch sehr hart, ne? Also der Therapeut hat Vorstellungen davon, wie sich der andere verhalten sollte. Es gibt ein Sollen. Ich als alter Hegelianer, der noch bei Karl Hohmann lernen durfte und Texte zu lesen gekriegt hat wie das Problem des Sollens. Ja, Seins-Sollens-Differenz. So redet man in der Philosophie. Ja, ich habe da so meine Gedanken zu, was das Sollen angeht. Erstens, seinen Selbstwert sichern, verbal und im Verhalten. Also der Therapeut möchte den Kunden zu einem gesicherten Selbstwertgefühl führen, und zwar sowohl in Worten als auch in Taten. Weniger innerlich, es geht mehr um das äußerlich gezeigte Verhalten.
Innerlichkeit ist second bei der provokativen Therapie. Nach der Devise über das Verhalten zur Innerlichkeit, nicht durch die Innerlichkeit zum Verhalten. Also es ist ein von außen nach innen Modell und nicht ein von innen nach außen Modell. Man könnte von einem umgekehrten Freudianismus sprechen, wenn man so will. Da wird nicht sehr viel reflektiert, aber es wird sehr viel gehandelt und sehr viel geredet. Sich sowohl bei der Erfüllung, zweites Ziel, sich so, also wohin er den Patienten bringen will, sich sowohl bei der Erfüllung von Pflichten als auch in Beziehungen angemessen zu behaupten. Das ist sehr spannend. Also A, das schwingt so mit, möchte man überhaupt Menschen dazu bringen, die also auch Pflichten, soziale, gesellschaftliche Pflichten schleifen lassen, sie überhaupt zu übernehmen. Das gibt es ja auch, Leute, die sich von allem zurückziehen oder immer andere das machen lassen, die keinerlei Verantwortung übernehmen. Aber es geht auch um Selbstbehauptung. Also dabei ist mitgedacht, dass halt wir in einer Gesellschaft leben, wo wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen, dir oft zu viel aufgebürdet wird. Also vielen Firmen, vielen Familien läuft halt das Spiel, wenn einer die Hand hebt, landet der ganze Mist bei ihm und wird dann zu so einer Art seelischen Mülleimer. Und da braucht es halt freundliche, funktionierende, sozialverträgliche Formen der Selbstbehauptung. Wir reden manchmal so ein bisschen, ich finde, verkürzt von Abgrenzung. Das ist aber viel zu schwach, finde ich eben. Selbstbehauptung ist da ganz gut. Also wie behaupte ich mich denn auf eine Weise, dass ich nicht aus der Firma oder fliege oder aus der Familie ausgestoßen werde, dass ich weder aus der Firma fliege noch aus der Familie ausgestoßen werde, aber dass halt nicht der ganze Mist bei mir landet. Also dass ich nach nicht der Mensch bin, der lebende Kummerkasten, der lebende Fußabstreifer, der immer die Wäsche macht, der immer abspült, der immer den Müll runterbringt, der auf Zuruf rumgescheucht wird, wie so eine lebende Sekretärin, ja, also so, aber eben im sonstigen Leben, obwohl das gar nicht meine Rolle ist und ich doch dafür nicht bezahlt werde, also all diese Mental Load-Arbeit, all diese informellen Aufgaben, dass die nicht bei mir landen. Wie mache ich das denn, ohne dass mich alle ablehnen? Das würde ich hier unter Selbstbehauptung verstehen, wie sie hier gemeint ist. Dann sich realistisch zu verteidigen, das ist wieder, es geht um Sozialverträgliches, also es geht sozusagen um Selbstverteidigung, wo man sich hinterher noch in die Augen schauen kann und wo man sich eigentlich hinterher noch lieber hat und noch mehr mag als vorher, und zwar, weil man sich verteidigt hat. Für viele Leute, zum Beispiel wie für mich, ist das ein Widerspruch nach der Devise, wenn ich mich selbst verteidige, wenn ich mich selbst behaupte, dann mag mich ja keiner mehr, weil ich halt diesen Mach-es-allen-recht-Treiber, diesen Sei-gefällig-Treiber bis zum Abwinken habe. Ne? Also ich bin so ein Harmoniker, ich will immer soziale Harmonie und so. Und dann ist man halt sehr anfällig dafür, dass man das auf eine Weise tut, wo das dann ein Widerspruch ist. Also entweder ich behaupte mich, dann mache ich so, dass mich keiner mehr sehen will und keiner mehr ausstehen kann auf eine unerträgliche Weise, oder ich mache es gar nicht, also so eine 0-1-Logik, oder ich mache es gar nicht und der ganze Mist landet bei mir. Ne? Und das, es geht aber darum, um diese eben realistische Selbstverteidigung, die funktioniert und die weder das eine noch das andere ist, weder schwarz ist noch weiß ist, weder 0 ist noch 1 ist. Viertes Ziel, sich in der psychosozialen Wirklichkeit auf Experimente einzulassen und die notwendigen Unterscheidungen herauszufinden, um angemessen reagieren zu können. Globale Wahrnehmungen führen zu globalen Stereotypenantworten, differenzierte Wahrnehmungen führen zu angemessenen Antworten. Also sprich, man möchte den anderen dazu bewegen, nicht zu globalisieren, sondern zu differenzieren, also nicht zu verallgemeinern, sondern die Unterschiede wahrzunehmen. Es gibt Unterschiede, ja, nicht, zum Beispiel nicht jede Firma ist gleich Kacke, nicht jeder Mann ist gleich Kacke, nicht jede Frau ist gleich Kacke, es gibt Unterschiede. Ja, ist manchmal schwer zu glauben, also ich stehe auf dem Standpunkt, alle Männer sind Schweine zum Beispiel, aber gut, man macht das halt in der provokativen Arbeitsweise, indem man selber globalisiert, und man globalisiert halt so lange, man verallgemeinert so stark, bis es auch dem stärksten Globalisierer zu viel wird, bis der anfängt zu differenzieren, nach der sagt, also ja, schon irgendwie, aber halt doch nicht so. Und das ist ein weiteres Ziel, also das verändert dann auch die Wahrnehmung, also es ist eine Umfokussierung, während man vorher eben zur Entlastung globalisiert, fängt man an, die Unterschiede, die es ja gibt, in den Blick zu nehmen und sie wahrzunehmen. Und dazu muss man wieder nur ordentlich auf die Kacke hauen, natürlich in der Sprache des Klienten, auf eine Weise, wie er es annehmen kann, natürlich in einer freundschaftlichen Verbundenheit, wo der andere merkt, man meint es gut mit ihm, der andere ist einem wichtig, und dann darf man das auch und es funktioniert also wirklich wunderbar. Dagegen, wenn man das Umgekehrte tut, also man arbeitet hart an den Differenzieren, wird der andere immer in den Gegenpol gehen, diametrales Ausleben, wir hatten das schon, und wird anfangen zu globalisieren und sich seine Globalisierungen rausholen und sagen, nein, es ist aber immer so und es ist nie so und alle sind so und keiner ist so. Also all diese Globalisierungs, weiß gar nicht, was sind das Adverbien, weiß ich nicht, also halt diese komischen Attribute, und ja, so, it's so simple.
Und das ist ein weiteres Ziel. Also bring den Klienten, bring den Kunden, bring den Patienten zur Differenzierung, bring ihn zu einer differenzierten Weltwahrnehmung und dann eben auch zu einer, zur Möglichkeit, differenziert handeln zu können. Also sprich, in der einen Situation so handeln zu können, in der anderen so handeln zu können, Unterschiede zu machen von Situation zu Situation, von Person zu Person, von sozialem Kontext zu sozialem Kontext, sich eben nicht immer gleich zu verhalten, sondern eben auch sein eigenes Rollenrepertoire zu erweitern. Ne? Und das ist wunderbar. Und ein weiteres Ziel anscheinend. Fünftes Ziel, sich auf Wagnisse in persönlichen Beziehungen einzulassen. Ach, das hatten wir vorher schon, auf Experimente. Ja, also wir sind oft erstarrt aus Angst. Das sind also eigentlich, ich würde sagen, Reaktionen auf manchmal auch sanfte Formen, wenn es das gibt, also nicht so tiefe Formen von Traumatisierung. Hinter dem Wort Trauma steckt ja das altgriechische Wort für Verletzung, für Schnitt. Und also es gibt also auch Schnitte in die kleine Psyche und als Reaktion bildet halt auch die kleine Psyche sowas aus wie Hornhaut oder Narben. Und die sehen dann halt oft so aus, dass man nicht mehr experimentieren kann. Also man verliert die Lockerheit, man verliert die Fähigkeit, sich auf neues Verhalten einzulassen, mal was auszuprobieren, weil man hat ja gelernt, es tut scheiß weh, man will das nie wieder. Und das blockiert aber das Erlernen neuer Verhaltensweisen. Und auch da verführt man letztlich den Kunden dazu, diese natürliche Verhaltensweise, die kleine Kinder sehr viel zeigen, wieder aufzunehmen. Und das als Erwachsener. Ne? Also kleine Kinder probieren ständig Sachen aus. Warum? Weil sie noch nicht oft genug auf die Herdplatte gelangt haben, weil sie noch nicht erlebt haben, wie viel man kaputt machen kann, Wie schlimm alles ist, ja, haben sie doch nicht erlebt, also sind sie total unbedarft und machen allen möglichen Scheiß, machen also zum Beispiel auch ständig Sachen kaputt. Erwachsene, die dann dieses Training schon durchlaufen haben, haben schrecklich Angst, also mein Klassikerwitz ist die Oma, die halt beim Enkel anruft und sagt, Hilfe, Hilfe, ich habe das Internet gelöscht. Diese Angst haben Kinder nicht und deswegen sind halt Kinder sehr viel schnellere Lerner, weil sie sehr viel mehr ausprobieren. Also die Lernkurve ist halt höher, wenn du mehr experimentierst. Wenn du Angst vor Experimenten hast, lernst du sehr wenig bis zu nichts, ja, du bist dann eben gefangen in deiner Comfortzone, in deinen Routinen, in deinen Fixierungen, die du dir als Erwachsener mühselig zusammengeschustert hast, bist verloren in deiner gedanklichen Kathedrale, die im Grunde so eine Art Spinnennetz ist, mit dem du dich selber verfangen hast. Und da wieder rauszufinden, kann man eigentlich nur noch Experimente und dazu muss man halt ermutigt werden zu Experimenten, wie sie halt kleine Kinder immer schon machen. Deswegen haben die so steile Lernkurven. Deswegen sind alle Digital Natives besser im Digitalen als halt die alten Säcke. Warum? Weil sie halt rangegangen sind und einfach Dinge ausprobieren. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Oh, da passiert ja was. Ja, so. Ne? Welche Erwachsene macht das noch? Ne? Man hat schrecklich Angst, was kaputt zu machen, dass ganz schlimme Dinge passieren. Warum? Man weiß, was für schlimme Dinge in der Realität passieren können. Das wissen Kinder oft noch nicht. Ne? Also Kinder sind in dem Sinne naiv und behütet. Und das ist aber auch wunderbar, dass sie naiv und behütet sind. Das hilft ihnen beim Ausprobieren. Also Naivität ist ja oft sehr produktiv. Zum Beispiel sich verlieben ist ja hochnaiv. Wir alle wissen, die ein bisschen älter sind, was da hinten dran ist, hinter jedem Menschen. Da ist ein Leben dahinter, da sind Rucksäcke dahinter, da sind psychische Macken dahinter, da ist eine ganze Familie dahinter, da ist ein ganzes Leben dahinter. Wer will sich das denn antun? Also Verlieben ist hochgradig naiv, aber wenn wir es nicht tun würden, würden wir aussterben. Blöd. Ne? Insofern ist Naivität sehr gut. Das gleiche bei Firmengründungen. Ja, jede Firmengründung ist der pure Wahnsinn. Wer sich das antut, tut mir herzlich leid. Aber in dieser Verliebtheits-rosarote-Brille-Phase, ich bin so wahnsinnig verliebt in mein Projekt, in meine neue Firma, in meine Idee, ja, ist man hochnaiv und das ist eine sehr naive, sehr, sehr produktive Naivität, die zu der Entstehung von Neuem führt. Halt zu Kindern, im weitesten Sinne von Kindern, also auch als Metapher. Ne? Geistige Kinder, institutionelle Kinder, was es da noch gibt an Kindern. Wir Menschen machen die ganze Zeit Kinder, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir sie nicht physisch machen, machen wir sie geistig oder seelisch oder was auch immer. Das können wir gar nicht anders. Der Gott des Eros lässt sich nicht betrügen. Ja, er findet immer Wege. Das Leben ist schlau und ist viel schlauer als wir und ist immer, uns immer drei Schritte voraus. So ängstlich, dass du gar keine Kinder zeugst, kannst du gar nicht sein. Und man kann es aber auch lustvoller machen und freudiger machen und dazu verführt, wenn ich das hier richtig verstehe, der provokative Therapeut, vorsätzlich seine Kunden und Klienten. Sich auf Wagnisse in persönlichen Beziehungen einzulassen, da haben wir es, insbesondere eigene Gefühle und verwundbare Stellen anderen Menschen, die einem wichtig sind, unmittelbar zu sagen. Und zwar genau so, wie sie von den Patienten erfahren werden. Also, boom, Aufrichtigkeit. Ja, so ist eben auch der provokative Therapeut selber. Der fungiert da durchaus ein Stück weit als Role Model. Der haut allen möglichen Scheiß raus und dann erlebt der Kunde, oh, das kann man ja machen. Und einige fangen das dann an, in ihren privaten Beziehungen zu machen. Die sagen dann ihren Partnern und Kollegen Dinge, die sie ihnen noch nie gesagt haben, sondern immer nur hinter ihrem Rücken Dritten erzählt haben. Plötzlich sagen die das denen ins Gesicht. Und da passieren dann spannende Dinge. Meistens andere Dinge, als man erwartet hat. Die schwersten Worte in Beziehungen sind oft, ich möchte dich, ich vermisse dich, ich sorge mich um dich. Weil man sich dann dem anderen gegenüber festlegt. Also man macht sich sehr verwundbar, Verletzlichkeit, wer hier an die alte Brené Brown mit Verletzlichkeit macht stark, im Englischen daring greatly denkt, denkt sicher nicht falsch. So, das waren die fünf Ziele.
Bei der Vielfalt der Techniken sollte es klar sein, dass von Therapeutenseite diese 5 Ziele nacheinander während der Therapie von dem Patienten anzusteuern sind. Spannend. Wer steuert da jetzt, der Therapeut oder der Patient? Interessante Satzkonstruktion, würde ich gerne mal im Englischen sehen, aber ich habe halt hier nur die deutsche Ausgabe da. Müsst ihr selber im Englischen nachschlagen. Ja, es ist so, was ist das? Auf der dritten Seite im dritten Kapitel. Die dritte Kapitel heißt Rolle des provokativen Therapeuten. Wer es im Englischen sucht, wird es finden. So, das Erlernen eines Verhaltens in Übereinstimmung mit diesen Zielen scheint an folgende Schritte gebunden sein. Das jetzt kommt therapeutische Erfahrung. Also was sind Ferrellis Erfahrungen, was die Schritte dahin sind zu diesen Zielen? Erstens, Patienten werden dazu provoziert, dem Therapeuten direkt zu antworten, also das auch dem Therapeuten hart zu geben. Das ist oft das größte Problem für Leute, die anfangen, provokativ zu arbeiten. Man kriegt es dann halt schon auch ab. Also die Kunden verhalten, oder Klienten verhalten sich halt dann schon auch anders. Und das muss man aushalten können, was dann kommt. Und weil man oft das Gefühl hat, man könnte es nicht aushalten, vermeidet man dann die provokative Arbeitsweise. Man ist also eigentlich gefangen in der Selbstverschonung als Therapeut oder in der Selbstverschonung als Coach. Man schont gar nicht den anderen, man schont sich selber. Zweitens, Patienten reagieren in der Therapie sprachlich und affektiv, das Letztere manchmal unangemessen. Also sie zeigen unangemessene Affekte. Also sie werden traurig, wo es gar nichts zum Traurigwerden gibt. Sie werden wütend, wo es gar nicht wütend werden gibt. Sie werden ängstlich, wo Angst gar nicht dran ist. Und sie zeigen Freude, wo es nichts zu freuen gibt. Ne? Also Emotionsverschiebung, man kennt das. Möglicherweise auch von sich selbst. So, drittens, Patienten reagieren auf den Therapeuten in einer integrierten Form, dabei stimmt der Affekt dann mit dem sprachlichen Inhalt überein. Ne, das ist die nächste Stufe. Also sozusagen, es wird wieder stimmig, es wird wieder kongruent. Sprache und Emotionen gehen nicht mehr auseinander. Das ist die nächste Stufe im Prozess. Insofern ist halt immer, wo Inkongruenz ist, ist sehr spannend. Das kennt jeder Mensch halt in der Regel unter anderen Worten. Die Worte, unter denen wir es kennen, ist so, wir haben so ein komisches Gefühl. Ein Mensch erzählt uns was und irgendwas ist komisch. Und in der Regel, was dann der Fall ist, ist, das Gefühl, was der andere vermittelt, körpersprachlich in der Regel, passt nicht zu seinen Worten. Also man denkt sich, Moment, eigentlich sollte der jetzt gerade heulend vor mir sitzen bei dem, was er sagt, aber er heult nicht. Oder eigentlich sollte dieser Mensch gerade stinkwütend sein bei dem, was er erzählt, aber ich kann keine Wut spüren. Und das ist diese Inkongruenz, von der hier die Rede ist. Ja? Und die Leute erzählen einem freudestrahlend von Sachen, wo man sich denkt, jetzt eigentlich sollte da Angst sein, irgendwie passt was gerade nicht. Und das ist diese Inkongruenz, die sehr auffällig ist und mit der arbeitet man halt in der provokativen Arbeitsweise sehr direkt. Man adressiert sie ziemlich direkt, man adressiert sie von verschiedenen Seiten auf eine kreative Weise und das führt dann in der Regel dazu, dass die Kongruenz beim Kunden, beim Klienten zunimmt. Das ist eine weitere Stufe. Viertens, Patienten verhalten sich für den Therapeuten auch außerhalb der Therapie deutlich anders, um ihre jetzt integrierten Antworten substanziell zu machen. Es geht ja nicht darum, was in der Therapie passiert. Im Grunde ist das sogar egal. Ja, sag ich zum Beispiel auch oft in meinen Coachings. Ich bin ja völlig eine irrelevante Person. Ich bin the irrelevant other. Ich bin der irrelevante andere. Es ist scheißegal, was ich jetzt hier mache und was wir hier tun. Entscheidend ist dafür, dass sie es mit ihrem Kollegen auf die Reihe bringen oder mit ihrem Chef. Ja. Oder mit ihrem Partner, oder mit ihren Kindern, oder mit ihren Eltern, oder mit wem auch immer, mit ihrem Geschäftspartner, mit ihrem Dienstleister, ja, mit ihrem Nachbarn. So, also sozusagen, es ist ja völlig egal, wir haben hier ein Experimentallabor, wir können hier alles tun, entscheidend ist auf dem Platz. Nicht in der Training, nicht in der Kabine, wenn der Trainer tolle Ansprachen hält, ja, nicht im Trainingsspielchen, sondern entscheidend ist auf dem Platz. Da muss es sich bewähren, und wenn es sich da nicht bewährt, dann ist alles Pillepalle, ja. So. Fünftens, Patienten lassen sich jetzt ein auf Selbstbejahung, Selbstbestätigung, realistische Selbstverteidigung. Wir hatten das, gesellschaftliche Anpassung, das ist hier positiv gemeint, im Sinne von passendes Verhalten, zur Situation passendes Verhalten und Wagnisse in Beziehungen auch außerhalb der therapeutischen Beziehung. Also die Leute werden kurz gesagt mutiger und aktiver. So, das war dieses Kapitel. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, schon gar nicht in meiner schnoddrigen, schnell sprechenden Art. Ich habe halt gerade ein bisschen viel Drive, weil ich heute einen aktiveren Tag habe als sonst. So ist es halt. Nun, okay. Ich hoffe, ihr habt selber einen schönen Tag. Ich habe einen wunderbaren Tag hier. Und ja, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.